Ich war das erste Mal Ende der 60er Jahre in Bolivien. Damals lag der Schlagschatten Fidel Castros über Südamerika. In Vietnam hatten die Kommunisten gesiegt und Ernesto Guevara, genannt El Che, forderte 1, 2, 3, viele Vietnam. Die Keimzelle für eine Revolution in Südamerika sollte Bolivien werden. Doch der Versuch misslang. Guevara wurde gefasst, gefoltert, geschlagen, ermordet und verscharrt. Sein Name sollte aus dem Gedächtnis der Nation verschwinden. Tatort der missglückten Revolution von 1967 war das unwegsame Hinterland zwischen den Städten Sucre und Santa Cruz. Seit einem Linksruck 40 Jahre später gilt Che Guevara jedoch als Wegbereiter des plurinationalen Staates Bolivien. Eine Spurensuche. Wir erleben in Santa Cruz eine Demonstration gegen die Ortsgewalt. Der revolutionäre Reim stammt aus Guevaras Zeiten. El pueblo unido jamás será vencido. Das vereinte Volk kann nicht besiegt werden. Aber es geht nicht um Umsturz, sondern um einen Disput zwischen Saisonarbeitern und ihren Arbeitgebern. Santa Cruz, im Tiefland von Bolivien und meist von Europäern besiedelt, sieht sich als Gegenpol zum Hochland, dem Altiplano mit seiner mehrheitlich indigenen Bevölkerung. Mit dem Linksruck in Bolivien kam es fast zum Bürgerkrieg, weil die Honoratioren von Santa Cruz um ihre angestammten Rechte und ihren Reichtum bangten. Aber wie der Historiker Gustavo Rodriguez meint, die Elite hat gewechselt. Jahrhundertelang haben die großen Familien, die zu Beginn aus Europa kamen, die Geschicke bestimmt. Sie waren die Entscheidungsträger und Kolonialherren. Und heute? Es sind die Neureichen, die in Santa Cruz das Sagen haben. Sie bauen die Wolkenkratzer, Shoppingmalls, Luxusvillen und Kondominiums mit dem Geld des Exportes von Vieh und Gas und manchmal auch Coca. Ihre Lebensweise orientiert sich eher an Florida in den USA, denn an Bolivien. Die Guerilla hatte hier nie eine Chance. Die Kaufleute von Santa Cruz haben ihren Widerstand gegen die Linksregierung nicht aufgegeben, aber gemeinsame Sache mit Präsident Evo Morales gemacht, als der im Juli 2013 von Amerikanern und Europäern gedemütigt wurde. Nach einem Besuch in Moskau im Juli 2013 wurde seine Maschine zur Landung in Wien gezwungen und durchsucht. Der Verdacht, er habe den CIA-Überläufer Snowden an Bord, hatte sich jedoch nicht bestätigt. Die Wut auf die USA und seine sogenannten europäischen Lakaien teilte sich dem ganzen Land mit, als Angriff auf die nationale Souveränität. Che Guevara, der in den USA die Wurzel alles Bösen sah, hätte sich bestätigt gefühlt. Dies ist eine der beiden Straßen, die Santa Cruz mit dem Rest der Nation verbinden. In der Regenzeit ist sie schon einmal unpassierbar. Sie führt über hohe Pässe und tiefe Schluchten und ist nur gelegentlich asphaltiert. Diesseits und jenseits unwegsames Gelände, eigentlich ideal für eine Guerilla-Basis. El Che wollte die Erfahrungen im erfolgreichen Guerillakampf in der Sierra Maestra in Kuba auf Bolivien übertragen. Seine Truppe operierte im Grenzgebiet zwischen den Departements von Santa Cruz und Sucre, in den Bergen jenseits des wilden Rio Grande in den Anden. Heute führt eine Brücke über den Rio Grande, aber der Weg von Santa Cruz nach Sucre ist so beschwerlich wie damals.
Sucre liegt bereits auf 2700 Metern Höhe und hat wohl wegen der Abgeschiedenheit in den Ausläufern der Anden kolonialen Charakter bewahrt. Mit den zahlreichen Kirchen und gepflegten Alleen und Plätzen gilt Sucre als schönste Stadt Boliviens, wurde 1992 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Der Preis für die Bewahrung der Identität? Der Verlust der politischen Macht. Obwohl immer noch die Hauptstadt des Landes, hat Sucre nach einem Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd die meisten Regierungsfunktionen an La Paz im Hochland abgeben müssen. In der Studentenstadt Sucre gehört Guevara zum Stadtbild. Jedenfalls die Fotos des Revolutionärs in allen Lebenslagen. Aus den Aufnahmen setzt sich das heldenhafte Antlitz der Revolution zusammen, die Guerilla Heroica. Das Vorbild der revolutionären Jugend in aller Welt kam in das konservative Sucre allerdings erst mit Verspätung. Eine Frauendemo in den Straßen von Sucre. Es waren zwei deutsche Frauen, die an der Seite Guevaras kämpften. Tamara Bunke aus der DDR, die schon vor Guevaras Ende im Kampf erschossen wurde, und Monika Ertl, die den Tod Guevaras rächen wollte und 1973 ermordet wurde. Heute und unter einer sozialistischen Regierung haben die Frauen in Bolivien an politischer Bedeutung gewonnen. Die Zeiten haben sich geändert, sagt Rodriguez. Das zeigt sich überzeugend am Aufstieg von Frauen und von Indigenas. Im Parlament stellen die Frauen 30% und die Indigenas sogar die Mehrheit. Das gab es noch nie. Und es setzt sich fort im Kabinett und in den Lokalverwaltungen. Zur Elite im heutigen Bolivien gehören die Studenten von Sucre. Ihre Universität ist eine der ältesten in Lateinamerika überhaupt. In der Stadt von 400.000 Einwohnern bilden sie ein Zehntel der Bevölkerung. Die Universität wurde schon 1624 gegründet und es heißt, dass die Raiz, die große Wurzel, so alt ist wie die erste Aula. Das Bild ist beschaulich, aber die Studenten von Sucre lassen oft demonstrativ ihren Zorn darüber freien Lauf, dass ihre Stadt so viele Regierungsfunktionen abgeben musste an La Paz. Aufruhr und Protest gehören zur Tagesordnung. In der Fakultät für Fremdsprachen wird auch Deutsch unterrichtet. Das hat besonders mit der Arbeit eines Akademikers aus Wittenberg zu tun. Gerd Willi Mielke ist heute Präsident des Instituto Cultural Boliviano Alemán. Bis 2012 diente er auch als Honorarkonsul der Bundesrepublik in Sucre. Und in Sucre hat es immer viele Deutsche gegeben, weil Sucre eben ein besonderer Ort ist. Kulturell, geschichtlich und einfach, weil hier eine Atmosphäre herrscht, in der man sich als Europäer, als Deutscher sehr wohl fühlen kann. 87, als ich kam, vor 27 Jahren, war Sucre so vom ersten Eindruck her noch eine Provinzstadt. Es gab ganz wenig Verkehr, es gab viele beschauliche, ruhige Ecken. Die Aufnahme, die ich empfangen habe, die ich erlebt habe, war sehr herzlich, war sehr freundlich, war sehr offen. Und ist es heute anders? Freundlich. Heute ist anders. Heute ist die Situation insgesamt konfrontativer, aggressiver. Die neue sozialistische Regierung oder die fundamental sozialistische, indigen sozialistische Regierung verkündet offiziell, oder zumindest ein Teil der Regierung verkündet offiziell, dass es wichtig ist, das Vivir Bien, das gute Leben, zu fördern. Und verstrickt sich in immense Widersprüche damit. Denn einerseits ist die Wirtschaftspolitik auf Wachstum ausgerichtet, auf Extraktion der natürlichen Ressourcen. Und auf der anderen Seite soll es eben auch nachhaltige Bewirtschaftung geben und eine nachhaltige Politik. Doch dieser Widerspruch ist nicht gelöst.
Sucre ist eine Studentenstadt. Wie denken die Intellektuellen und die Studenten über die Regierung? Kritisch. Es ist nicht auszuschließen, dass das, was in Venezuela gerade passiert, dass nämlich die Studenten auf die Barrikaden gehen, sich auch vielleicht in geringerem Maße in Bolivien wiederholt, weil die Widersprüche einfach so eklatant sind zwischen dem, was die Regierung proklamiert und das, was real passiert. Und es gibt mittlerweile eine große Frustration unter den Studenten, die ja sensibel sind, die ja auch einen Informationsvorsprung vor vielen anderen Bevölkerungsteilen haben, die sagen, hasta ahí nomás. Zu den zahlreichen architektonischen Schätzen von Sucre gehört der Friedhof. Grabsteine wie Tempel und Villen. Hier liegt auch Hernán Siles, der als Präsident Boliviens 1982 die Demokratie zurückbrachte und der den Nazi-Verbrecher Klaus Barbie auslieferte. Das erzählt uns der Student und selbsternannte Friedhofsguide Wilbur León. Über Präsident Morales redet er mit gemischten Gefühlen. Anfangs hielten die Studenten etwas von ihm, aber dann hat Morales 2007 eine Art Bürgerkrieg wegen der studentischen Forderungen nach mehr Rechten für Sucre angezettelt. Es kam zu einer Konfrontation mit tödlichen Folgen. Dabei geht es ja um die Tatsache, dass Sucre mal die einzige Hauptstadt Boliviens war. Die Bewohner argumentieren, schließlich liege die Stadt im Herzen der Nation und übrigens auch ziemlich genau in der Mitte Südamerikas. Umso pfleglicher gehen die Leute von Sucre mit der Casa de Libertad um, wo die Unabhängigkeitserklärung ausliegt, das Dokument, das das Ende spanischer Kolonialherrschaft verkündet. Bolivien verdankt seinen Namen dem Befreier Simón Bolívar und die Stadt hat ihren Namen vom tüchtigsten Feldherrn Sucre. In der Präsidentengalerie prangt als neuestes Werk das Konterfei von Evo Morales, dem ersten Indio-Präsidenten. Von allen südamerikanischen Ländern hat Bolivien die turbulenteste Geschichte. Das zeigt schon die Namensliste der Präsidenten. Von Simón Bolívar, dem Namensgeber, bis zum derzeitig amtierenden Evo Morales gab es 150 Wechsel. Entweder durch Wahl, durch Mord, durch Totschlag oder durch Putsch. Bolivien ist immer noch das viertgrößte Land in Südamerika, aber es hat in drei Kriegen die Hälfte seines Territoriums verloren. Der bitterste Verlust dabei, der Zugang zum Meer. Der Weg zum Pazifik ist ein totes Gleis, seit Bolivien nach dem verlorenen Krieg um die Salpeterminen 400 Kilometer Küste an Chile abgeben musste. Seitdem ist der Export auf den Transit durch chilenisches Territorium angewiesen. Per Bahn durch die Atacama-Wüste oder in LKW-Karawanen über die Andenpässe. Das verteuert den Handel und hemmt die Entwicklung. Aber der Zugang zum Meer ist für Bolivien weniger eine wirtschaftliche, sondern mehr eine politische Frage. Präsident Morales hat sie zu einer Forderung nach Rückgabe umformuliert und zur nationalen Sache erklärt. Bolivien hat seinen Anspruch nie aufgegeben. Und Chile hat sich gesprächsbereit gezeigt, aber nicht mehr. Aber da ist der Regierung ein Vorschlag eingefallen, an den Chile wohl nicht gedacht hatte. Es gibt Präzedenzfälle auch in Europa, wonach der Zugang zum Meer internationalem Recht entspricht. Und Bolivien verlangt nichts anderes, als dass Chile seine Dialogbereitschaft auch mit Fakten untermauert. Im Sinne guten Glaubens. Die Bolivianer reden dann auch von unserem Meer.
Und manch einer ist bereit, für die Demanda Maritima notfalls in den Krieg zu ziehen. Und wenn es ein Menschenalter dauert, meint dieser Aktivist eher scherzhaft. Für Präsident Morales, der sich um eine dritte Amtszeit bemüht, ein gutes Wahlkampfthema, weil es alle Bolivianer von rechts bis links bewegt. Auch ein Dauerdisput auf der Plaza von Cochabamba. Das ist eine Art Hyde Park Corner der Stadt. Hier herrscht rege Anteilnahme an den heißen Themen der Nation. Wie Korruption, Wahlkampf, Wassermangel, die Rolle der Aymara oder Quechua, der Nord-Süd-Gegensatz. Auf solchen Marktplätzen auch rekrutiert die Regierungspartei MAS ihre Mitglieder. Die Plaza Principal, der Hauptplatz, ist stets Ziel der Protestmärsche oder Feiertagsumzüge. Hier wurde auch so mancher Putsch vorbereitet. Der Markt von Cochabamba ist der Umschlagplatz für Waren aller Art. Eine Besonderheit, die Busse, die mit ihren Farben und Parolen das Augenmerk auf sich lenken. Keine andere bolivianische Stadt hat so ein quirliges Handelszentrum. Und keine andere, eine so gewaltige Christusstatue, die mit 40 Metern Höhe um ein paar Zentimeter die berühmte Statue von Rio de Janeiro überragt. Unter ihrem Schutz soll dereinst das erste südamerikanische Parlament tagen. Und als Tagungsort ist einer der Paläste des Zinnbarons Simon Patiño angedacht, der um 1920 herum als reichster Mann der Welt galt. Sein Stadtpalast Palacio Portales wurde im französischen Kolonialstil errichtet, mit Anleihen an die Alhambra in Granada oder die Sixtinische Kapelle. Beides dürfen wir aus unerfindlichen Gründen nicht filmen. Patiño hat nie in all den Seidentapeten, Lüstern und Schnitzereien gelebt, aber der Mestize aus armen Verhältnissen wollte es den Fürsten und Königen in Europa gleich tun. Das Häusermeer von Cochabamba ist heute das Schaufenster eines neuen Bolivien, in dem der Wohlstand immer mehr das Elend verdrängt, aber auch die Immobilienhaie haben hier Hochkultur. Auf der Hinterseite der Christusstatue tut sich ebenfalls Außergewöhnliches. Da breitet sich der neueste Friedhof von Cochabamba aus, ein Parque de las Memorias, ein Beispiel für den Bruch mit der Tradition. Pienso que uno de los grandes factores para lo cual las personas y las diferentes familias a lo largo de estos 25 años hayan... Donna Teresa verrät den Erfolg der neuen Art der Bestattung. Ich glaube, dass wir in den 25 Jahren, seit wir diese Ruhestätte gegründet haben, ein wenig die Denkweise der Menschen geändert haben. Wir können den Menschen den Schmerz nicht nehmen, aber ihnen mehr Harmonie und Seelenfrieden vermitteln. Ist das nicht ein Schlag gegen die hergebrachte Art der Bestattung? Und wie behandelt eine sozialistische Regierung ein Unternehmen wie das Ihre? Donna Teresa sagt, dass es zwar eine Erlaubnis der Behörden gibt, aber ansonsten keinerlei Regeln. Und da, so sagt sie, fühlen wir uns weit überlegen in unserer Arbeit. Wir verspüren auch keine Behinderung, zumal wir ja eine Dienstleistung anbieten. Es gibt da kein Konfliktpotenzial mit der Regierung. No hemos visto ninguna contradicción o ninguna situación, digamos, muy particular de no poder trabajar. An einer besonders kuriosen Mautstelle verlassen wir das Städtedreieck Santa Cruz, Sucre, Cochabamba und fahren ins Altiplano, das Hochland von Bolivien, hinauf. Bald schon sind wir auf 4.500 Metern Höhe und in einer kargen Landschaft, die dennoch schon seit Jahrtausenden besiedelt ist.
Ruinen bezeugen, dass die Kirche die Mühe nicht gescheut hat, auch in dieser Landschaft zu missionieren. Ganz selbstverständlich auch melden Lamas und Guanacos ihre Besitzrechte an. Immer wieder weisen Kreuze auf die Gefahren hin, die Autofahrer auf diesen windigen Höhen auf sich nehmen. Selbst das farbenprächtige Quinoa, die Volksnahrung der Indigener, gedeiht in solcher Höhe. Das größte Höhenwunder aber ist Potosí. Mehr als 4000 Metern über dem Meer, ein Zeugnis für den Unternehmergeist der Schatzsucher und ihren Sinn für Prachtentfaltung. Die spanischen Konquistadoren kamen Mitte des 16. Jahrhunderts, gelockt von der Aussicht auf reiche Beute aus dem Silbergestein des Cerro Rico. Die spanische Krone und der Doppeladler des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation ragen heute noch über die Stadt. Und die mächtige Casa Moneda, die Münze, galt als Zentrum des Reichtums von Potosí. Schon im 16. Jahrhundert errichtet, wechseln sich anmutige Patios und wuchtige Festungsmauern ab. Hier wurde das Silber zu Barren gegossen und zu Münzen geprägt. Auf Lamas Rücken ging es dann auf den langen Weg zur pazifischen Küste. Diese riesigen Holzmaschinen mit ihren mächtigen Zahnrädern kamen in Einzelteilen aus Europa auf den Schiffen, die auf der Rückfahrt die Schätze der neuen Welt verfrachteten. Oft waren die Schatztruhen mit ausgeklügelten Schließmechanismen versehen, wie dies Exponat aus deutscher Handwerkskunst. Eine nachgestellte Szene zeigt, wie das Silber gegossen wurde, und zwar zunächst von indianischen Fronarbeitern und dann afrikanischen Sklaven. Eine Darstellung, die den Bergumriss als Mantel der Madonna zeigt, stammt aus dem 17. Jahrhundert, als Potosí reichste Stadt der Welt war und mit 160.000 Einwohnern eine der größten, jedenfalls größer als Paris oder Rom oder London jener Zeit. Die Arbeit war so hart, dass die Bergleute auf die zugleich anregende und betäubende Wirkung des Coca-Blattes angewiesen waren und heute noch sind. Im 18. Jahrhundert ging der Silberboom zu Ende, aber die Silbervorkommen waren nicht restlos ausgebeutet. Heute arbeiten an die 10.000 Bergleute in den Minen, darunter auch Halbwüchsige wegen der Enge der Stollen. Die Bergleute sind in Kooperationen organisiert und fördern neben den Resten von Silber und Zinn auch Zink. Wie wir bei einer Führung in einen Stollen erleben, Schwerstarbeit. Die Stollen sind immer noch eng und wenig gesichert, zudem ist der Berg durchlöchert wie ein Schweizer Käse und niemand weiß genau, wo Durchbrüche drohen. Glaube und Aberglaube helfen über die Ängste hinweg. Eine Mineurin zeigt uns den Tio, eine Art Schutzherr der Bergleute. Er wird beschworen durch Alkohol aufs Haupt. Durch die Segnung der vier Himmelsrichtungen und ein paar Tropfen für die Pachamama, die Erdgöttin. Während man in vergangenen Zeiten einfach einer Silberader folgen konnte, muss heute das Gestein gesprengt werden. Immer ein gefährlicher Augenblick. Ja,
Das ist also der klägliche Rest des einst großen Reichtums. Zu sehr wurde der Berg zur Ader gelassen, wurden seine Silberadern ausgebeutet. Insgesamt sollen es an die 60.000 Tonnen Silber gewesen sein, die nach Europa flossen, in die Staatskasse Spaniens oder des Hauses Habsburg. Das Bolivien von heute ist streng verschuldet und stark verschuldet. Evo Morales, der Präsident, spielt mit dem Gedanken, den Reichtum des Cerro Rico zurückzufordern mit Zins und Zinseszins. Dann wäre Bolivien mit einem Schlag seine Schulden los. Aber wie gesagt, das ist nur ein Gedankenspiel. Aber Evo Morales konnte die Verschuldung Boliviens abbauen. Durch die Einkommen des Staates nach der Nationalisierung, durch den Erlass von Schulden durch die Weltbank, durch den Fund von reichen Gasvorkommen und einem neuen Reichtum in den Salaren, den Salzseen, die das wertvolle Lithium bergen. Das Land exportiert auch weiterhin Silber, Zinn und Zink. Neuerdings spielt auch Windenergie eine Rolle in der Energieversorgung. Unter Morales hat Bolivien im Wirtschaftswachstum aufgeholt, was seine Vorgänger verprasst haben. Yo creo que hay dos fenómenos diferentes. Uno es el crecimiento de la economía y otra es la redistribución de la riqueza. Das eine ist das Wirtschaftswachstum, das andere ist die Verteilung des Zuwachses, sagt Rodriguez. Es gab Zeiten der Bonanza etwa im 18. oder 20. Jahrhundert, aber keine Umverteilung der Güter. Alles blieb in den Händen von Kapitalisten. Jetzt passieren dreierlei Dinge. Erstens wird eine gute Wirtschaftspolitik gemacht, die den Haushalt saniert und die Inflation im Griff hat. Zweitens lassen sich mit den Rohstoffen, insbesondere dem Gas, auf dem Weltmarkt gute Preise erzielen. Und drittens ist es zu einer Vereinbarung mit den ausländischen Konzernen gekommen, die zunächst vor dem sozialistischen System fliehen wollten, aber jetzt zu bleiben bereit sind. Unterhalb der staatlichen Gesellschaften haben sich Kollektiven gebildet, wie hier in einem Gelände von Ziegeleien und Adobe-Produktionen. Die Verantwortlichen stehen uns Rede und Antwort. Wir stellen hier Backsteine her, und zwar in manueller Arbeit. Die Mechanisierung fehlt uns noch. Und arbeitet da jeder auf eigene Faust, frage ich? Nein, das sind Assoziationen von 65 Personen, von denen aber jeder eine eigene Geschichte hat. Und wer sind die Käufer? Die Produktion geht komplett in die Stadt. In der graubraunen Landschaft des Altiplano hat sich eine andere Bergwerkstatt breit gemacht, Oruro. Die Zinnminen von Oruro lockten nicht nur Europäer ins Land. Sie machten auch aus den Bauern im Hochland Bergleute. Eine neue Klasse entstand. Ihr Selbstbewusstsein zeigt sich in der Formierung von Bruderschaften, Fraternidades. Sie wiederum finden einmal im Jahr besonderen Ausdruck, nämlich zu Karneval. Dann ist in dieser tristen Bergarbeiterstadt buchstäblich der Teufel los. Gruppen paradieren durch die Innenstadt, ein jede mit einem besonderen Motiv, oft vom Christentum abgeleitet. So besiegt der heilige Michael den Diablo, den Teufel. In der Kirche auch lassen die einzelnen Gruppen ihren Auftritt segnen. Karneval fällt zwar mit den abendländischen Zeiten zusammen, endet auch am Aschermittwoch, aber die Feiern sind ein Zeugnis indigener Kultur. Besonders ausgeprägt in Oruro.
Bei allem Frohsinn sind die Umzüge, die Zeitpläne, die Kostüme genau vorgegeben. Eine Tanzgruppe repräsentiert den Aufstand der Inka gegen das spanische Joch. Eine andere symbolisiert die Unterdrückung schwarzer Sklaven. In Oruro wird 3 Tage lang gefeiert, und zwar Tag und Nacht. Neben Simon Patiño, der sich und Oruro einst reich machte, ist Evo Morales der Stolz der Stadt. Der Indigena vom Volk der Aymara ist hier geboren. Er zeigt sich am liebsten an der Seite von Tupac Katari, jenem Inka-Führer, der den Konquistadoren noch einmal trotzte mit einem Aufstand im Jahre 1780. Vom Titicacasee bis zu den Hochanden künden immer wieder Ruinen von der Zeit des Inka-Reiches. Obwohl die Inka ihre Festungen und Siedlungen an strategisch wichtigen Orten bauten, finden sich ihre Spuren heute eher abseits von Straßen und Wegen. So erreichen wir Inka-Jachta nur zu Fuß, obwohl hier an die 20.000 Menschen gewohnt haben sollen. Ihre Haupthalle war mit 78 Metern Länge und 28 Metern Breite das größte überdachte Gebäude in Inka-Zeiten. Neuerliche Ausgrabungen von Plätzen, Silos und Kasernen unterstreichen die Bedeutung von Inka-Jachta im Herrschaftssystem der Inka. Das Verwaltungszentrum war also so etwas wie die erste Hauptstadt Boliviens. Und die Dimensionen der Anlage zeigen den Expansionsdrang der Inkas. Der war allerdings nicht von langer Dauer, denn schon bald darauf fiel das Inka-Reich vor dem spanischen Ansturm. Und die Kolonialherren von heute und eigentlich auch die Machthaber der letzten Zeit haben wenig Interesse an der indigenen Vergangenheit gezeigt. Es musste ein Indio-Präsident kommen, Evo Morales, der die indigene Vergangenheit wieder in die Gegenwart gerückt hat. Evo Morales ist ein Mann mit 2 Gesichtern. Einmal der indigene Präsident, der viel für die Gleichberechtigung tut. Zum anderen der Staatsmann, der im Ausland Erfolge feiert und zu Hause die Wirtschaftspolitik stützt. Er pflegt auch die alten Gebräuche wie die Anbetung der Pachamama. Die Marktfrauen bieten das nötige Zubehör an, inklusive der Föten von Lamas und Guanacos. Auch die Nachkommen der Spanier und die Mestizen haben die Gebräuche übernommen oder welche hinzugefügt. Der Luftballon soll Regen beschwören. Die Konfettis und Blumen sollen das Wachstum fördern. Die Alkoholspende die Götter beschwichtigen. In der Kosmovision der Indigenas ist es zu einer Verschmelzung von Christentum und präkolumbianischen Riten gekommen. Und dabei spielt auch das Coca-Blatt nach wie vor eine wichtige Rolle. Die Pflanze gilt heute noch vielen Indigenas als göttliches Geschenk. Coca wird auf den Märkten frei verkauft und seit 4500 Jahren angebaut. Erst die Europäer haben aus Coca-Blättern Kokain destilliert. Deshalb lehnt Evo Morales, der selbst Coca-Bauer war, die Vernichtung der Plantagen ab und hat die Agenten der amerikanischen Drogenbehörde des Landes verwiesen. In kolonialen Zeiten haben die Händler und Kaziken in Dörfern wie hier in Totona die Coca-Ernte gelagert und dann zu den Silberminen verfrachtet. Heute noch zeugen die Straßen und Häuser von Totona von vergangenem Reichtum. Unter der Regierung Morales ist der Anbau streng begrenzt auf manche Tieflandpassagen, aber die Kontrolle ist lax. Immerhin im Februar 2014 hat die einheimische Drogenbehörde bei einer Razzia 13 Coca-Laboratorien zerstören können und dabei die Menge von 3,2 Tonnen reinen Kokains konfisziert.
Der Einsatz für die Indigenas und ihre Traditionen hat Morales eine fast hundertprozentige Anhängerschaft gebracht. Manchmal aber schlägt dieses neue Selbstbewusstsein ins Extrem um. Vor kurzem hat die Gemeinde Tarabuco ein Denkmal errichten lassen, das einen Indio-Kazike zeigt, der im Unabhängigkeitskrieg einem spanischen Soldaten das Herz entreißt und verzehrt. Das war der Alcalde von Tarabuco, heißt es. Den meisten Einwohnern geht die Darstellung zu weit. Aber das Dorf wählt Ivo Morales. Pienso que ahora hay más igualdad. Ya no hay tanta diferencia de la gente del campo y la gente de la ciudad. Antes era, se podría decir que había un poco de... Donna Alejandra begründet das mit der gleichberechtigten Stellung der Indígenas heute in der Gesellschaft. Hay más igualdad. Y tú dices una palabra que es muy interesante en este contexto. Im Gespräch nutzt Alejandra das Wort Autoestimo. Was versteht sie darunter? Früher musste der Indigena den Anordnungen des Patrons folgen. Er hatte gar keine andere Wahl. Heute kann er auch in die Städte gehen, leben und Arbeit suchen, wo er will. Das ist Selbstbestimmung, Autoestimo. Welche Rolle Che Guevara in einer Gemeinde wie der Ihren spielt, frage ich. Nun, bis hierher ist er ja gar nicht gekommen. Aber der Guevarismus ist einer der Pfeiler der Doktrin unseres Präsidenten. Bedeutet der Guevarismus heute noch etwas, frage ich den Historiker Rodriguez. Im weiten Sinn ja. Sein Kampf für die Ärmsten der Armen, das spielt eine Rolle in der Ideologie des Präsidenten Morales. Aber es ist nicht der klassische Marxismus. Ist Morales der Erbe Che Guevaras? Im Sinne der Revolution der Linken, dem Kampf um die Gleichberechtigung, in anderem Zusammenhang aber nicht. Che Guevara war an der indigenen Sache nicht interessiert. Er war von der kubanischen Revolution beeinflusst. Er wollte die Arbeiter und die Intellektuellen für sich gewinnen und nicht die Indigenas. Sie spielten in seinem Konzept keine Rolle. Los indígenas no jugaron ningún rol en relación a su guerrilla. Wir sind wieder in La Higuera, wo sich Che Guevara zum letzten Kampf stellte. Hier soll er ein letztes Mal als freier Mann übernachtet haben. Eine neue Morgenröte verspricht die Inschrift der Statue, eine von wenigen Erinnerungsmalen in dem Dörfchen, zu abgelegen ist La Higuera für die Bewunderer von El Che. Ein Lokal trägt den Namen Tanyas, der ostdeutschen Agentin, die Ches Aktion vorbereiten half. Das kleine Gehöft, in dem das Telegrafenamt untergebracht war, eine letzte Nachricht der Guerilla-Gruppe mitgeteilt wurde. Heute ist im Telegrafenamt ein Hotel mit 3 Zimmern untergebracht. Claude führt die kleine Herberge und der Fotograf Jean Lebras ist Eigentümer und Dokumentarist zugleich. El Che war eine Ikone der Hoffnung für die Unterdrückten in Südamerika und der Welt überhaupt. Sie erwarteten eine Wende. Und warum ist der Ort so eintönig, mit Ausnahme ihres Hotels? Irgendwie ist es ein Platz der enttäuschten Hoffnungen. Und die Entwicklung ging an La Higuera vorbei. Eine Einwohnerin erinnert sich. Wir hatten keinen Kontakt zur Guerilla.
Wir hatten einfach nur Angst vor ihr. Wir hatten sie hier nicht erwartet und auch nicht gewollt. Ich frage Jean Lebras, wie Guevara starb. Er sagt, es ging alles sehr schnell. Che war einsam, verlassen von jeder Hilfe in der Welt. Auch der Hilfe seiner Compañeros in Kuba. Ein paar Kilometer entfernt die Schlucht, in der Che und seine letzten Getreuen gestellt wurden, der Kubaner verwundet wurde und sich ergeben musste. Die Guerilla kam aus dem Radius rund um den Rio Grande nicht hinaus, mit einer Ausnahme. Die Guerilla-Gruppe überfiel das Städtchen Samaipata, etwa 200 Kilometer vom Basislager entfernt. Es ging um die Darstellung der Revolution und ihr Überleben, und es ging um Medizin für den asthmakranken Guerillaführer Che. Die Ankunft der Truppe hatte sich herumgesprochen. Das Drama begann an der Tankstelle. Es ging vor allem um Arzneimittel, erinnert sich der Zeitzeuge Raul Costas. Die Garnison von 70 Soldaten hatten die Guerilleros erwartet. Aber da war fast das ganze Dorf erschienen, um den damals schon berühmten Guerillero zu sehen. Deshalb konnte das Militär nicht eingreifen. Die Soldaten hatten alle Hände voll zu tun, um die Zivilisten fernzuhalten. Die Guerilleros zogen ab mit dem Ausruf: Es lebe die revolutionäre Befreiung. El Che hatte den Angriff gar nicht mitgemacht, sondern wartete ein paar Kilometer entfernt. Er stellte fest, dass unter den Arzneimitteln nicht das Richtige für sein Asthma dabei war. Und so endete die wahre Geschichte vom Überfall auf Samaipata. Bald darauf endet auch die Geschichte der Guerilla Heroica. Aber El Che lebt im Gedächtnis der marxistischen Linken fort. Fidel Castro sagte, von Che Guevara wird man nie in der Vergangenheit sprechen. Und Evo Morales verspricht fortzuführen, was El Che begonnen hat. Wir fahren nach Samaipata. Das ist heute ein magischer Ort, in dem sich eine bunte Schar von meist alternativ gesonnenen Neubürgern gesammelt hat. Sie haben für ihre Kinder eine Privatschule gegründet, in der sie auch selber unterrichten. Einer der Lehrer ist Alex Fernandez. Er sagt: Es ist ein acto politico. Fundamentalmente. Porque, Die Gründung war ein politischer Akt. Die Schule ist ein Versprechen des Wandels. Wir helfen bei der Gestaltung einer Jugend, die Werte schätzen lernt und Leistung, die ein soziales Miteinander lernt und eine ökologische Lebensweise. Das Ziel ist die Entwicklung zu selbstbewussten und aufgeschlossenen Menschen. Die Neubürger von Samaipata leben in Harmonie und Frieden. Sie üben Yoga, sozialen Umgang, pflanzen Wein und Kräuter und sie bauen nach dem Prinzip von Feng Shui, wie die Architektin Alejandra Stahl. In Samaipata wohnen 30 verschiedene Nationalitäten. Also wirklich aus der ganzen Welt, Bolivianer, Europäer, Amerikaner, Chinesen, Japaner. Und alle sind wir nach Samaipata gekommen, als Tourismus, in meinem Fall durch Arbeit. Und wir wissen alle nicht, warum. Rational können wir das nicht erklären, aber wir sind alle hier geblieben.
wir sagen zum Beispiel, wir haben alle so eine Art und Weise, uns zu ausdrücken, Samaipata für uns ist Tierra Libre, freies Land. Also ein Akt der Selbstbefreiung. Wie hätte das wohl Che Guevara gefallen?